Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics. Im heutigen Video gebe ich euch die Top 4 Tipps für deine Diät, damit du im Summer shredded sein kannst. Und bevor wir anfangen mit den Tipps, weil Tipps ist ja immer so dieses Ding, eine Abkürzung, was kann ich machen, so Quick Hacks oder so, um quasi die Diät einfacher zu machen. Kurz die Basics. Zählt nicht als Tipp, aber einfach kurz die Basics, dass wir uns klar darüber sind, dass das hier keine Magic-Scheiße ist und irgendwie Zufall und von Gott geschenkt, dass man abnimmt oder nicht. Die Basics zu der Diät. Wie nimmst du Fett ab für den Sommer? Punkt Nummer 1. Du brauchst ein Kaloriendefizit. Es ist mir scheißegal, ob du deine Kalorien nach 18 Uhr frisst, nach 20 Uhr, nach 22 Uhr gar nicht isst. Du brauchst ein Kaloriendefizit. Punkt, aus, Ende. Was nicht heißt, dass du deine Kalorien zählen musst, was nicht heißt, dass du dich durchgehend wiegen musst. Du brauchst einfach nur ein Kaloriendefizit. Wie du das erreichst, ist mir relativ egal, aber du brauchst es, um abzunehmen. Punkt Nummer 2. Du solltest, wenn du halbwegs irgendwie Muskulatur am Ende noch haben wollen würdest, deine Funktion irgendwie vom Körper erhalten wollen würdest, irgendwo auf dein Protein achten. Das heißt, in deiner Diät brauchst du tendenziell etwas mehr Protein, als du sonst zu dir nimmst. Vor allem, wenn du aus diesem Kraftsport, Sport, Bodybuilding, wie auch immer Bereich kommst, um deine Muskulatur zu erhalten und deinen Körper immer noch mit Eiweißen zu versorgen, um eben nicht an eigene körperinterne Eiweißquellen tendenziell verstärkt ranzugehen. Punkt Nummer 3 ist, du solltest auf deine Vitamine und Mineralien achten. Es bringt jetzt nichts, den ganzen Tag nur irgendwie, weiß nicht, Druckerpapier oder Klopapier zu fressen und zu denken, boah, geil, ich nehme dann ab, weil ich hungere mich zu Tode, so nach Motto. Du solltest schon gucken, dass dein Körper, das hatten wir auch gerade beim Protein, noch in der Lage ist, seine gesamten Funktionen umzuführen. Das heißt, achte darauf, dass du irgendwo Omega-3 zu dir führst. Achte darauf, dass du im Optimalfall einfach Obst und Gemüse in deiner Ernährung drin hast, um auf deine Mineralien und Vitamine zu kommen. Und auch hier, um es einfach zu halten, ich bin kein Fan davon, das im Detail auszurechnen, okay, Brombeeren haben jetzt die Vitamine und die Mineralien und Tomate hat, brauchst du nicht. Wichtig ist einfach, dass du Gemüse und Obst zumindest irgendwo daily alle 2 Tage in deiner Ernährung drin hast, damit du so irgendwie good to go bist in deiner Diät. So, das vorneweg und jetzt kommen wir zu den Tipps. Punkt Nummer 1, mit das Einfachste, um dir eine Diät einfacher zu machen, sind so diese Klassiker, die man kennt. Nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr oder nach irgendwas das und das nicht mehr. Wir sind uns aber jetzt einig, dass das nicht funktioniert, weil du nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr isst, sondern das führt einfach dazu, dass du allgemein weniger Kalorien zu dir führst. Und das Beste davon, meines Erachtens nach, ist Intermittent Fasting. Bedeutet, du isst am Tag nur in einem kleinen Zeitfenster oder du isst nur eine Mahlzeit. Für den einen oder anderen vielleicht schwierig, dann isst du eben nur in einem kleinen Zeitfenster von einer Stunde. Das führt einfach dazu, nicht, dass dein Körper kein Fett anbaut, aber einfach, dass du weniger Kalorien zu dir führst. So, das ist einfach der Grund dahinter. Das heißt, um dir die Diät einfacher zu machen, such dir einfach ein kleines Zeitfenster am Tag, in dem du nur isst. So, die Prämisse bleibt aber gleich. Du musst weniger Kalorien zuführen, als du benötigst. So, aber das macht es einfacher. Wenn dir das zu crazy ist, du sagst, boah, ich bin aber irgendwie auch Sportler und ich brauche irgendwie doch noch Leistung oder so, dann halt eben maximal 2 Mahlzeiten pro Tag. Eine vielleicht morgens, wenn du das brauchst, oder von der Arbeit oder vom Frühstück oder vom Frühstück, Digga, ja, moin. Oder vom Training, ne, um ein bisschen Leistung zu haben und dann eine abends. Aber halte das überschaubar und gleichmäßig 1 bis 2 Mahlzeiten und das bedeutet zwischendurch keine Cola, keine Snacks, keine weiß ich nicht was, sondern wirklich nur diese 2 Hauptmahlzeiten. Und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 2. Plan dir dein Essen vor. Oder zumindest nicht dein Essen, weil das ist, ich finde das immer so schwierig. Da musst du, oh, da brauche ich das, um das zu kochen. Sondern plan dir so Mahlzeitgruppen, so 2 bis 5 Gruppen. Ich mache das ganz gerne so. Lachs, Rind. Oder Lachs und, bleiben wir bei Hähnchen, weil das ist gleich noch ein Tipp, den wir kriegen. Lachs, Hähnchen, Magerquark. Also so verschiedene Produktgruppen, die Eigenschaften erfüllen, die wir uns gleich noch angucken, um es dir einfacher zu machen, dass du nicht dann plötzlich da stehst, boah, was mache ich denn heute? Jetzt habe ich gar nichts. Oh, McDonald's. So, das darf nicht passieren. Das heißt, es muss vorgeplant sein in irgendeiner Form. Ich hasse das, im Detail zu planen, den Quatsch tatsächlich. Aber dass du immer was im Kühlschrank hast oder im Gefrierfach hast, was du so kategoriemäßig machen kannst, wie zum Beispiel Reis mit Lachs oder Brokkoli mit Hähnchen. Und das klingt zwar jetzt ekelhaft, aber es kann ja auch was anderes sein, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Du verstehst, plan dir gewisse Essensmahlzeitgruppen vor, die in deinen Diätplan reinpassen.
und dass du nicht improvisieren musst. So, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, denn optimalerweise, ich habe ja gerade schon bei der Auswahl so ein bisschen gestottert und habe keine Wörter rausbekommen, weil ich gesagt habe, weiß nicht, jetzt statt Rind nimmst du ein Hähnchen. Nimm dir hochvolumiges Essen beziehungsweise kalorienarmes Essen oder ärmeres Essen. Was bedeutet das? Als Kohlenhydratquelle als Beispiel, statt Reis und Nudeln nimmst du Kartoffeln. Und aus den Kartoffeln machst du dann keine Pommes, sondern du belässt es bei Kartoffeln. Weil Kartoffeln, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, 15, 17 Gramm auf 100 Gramm Kohlenhydrate, Nudeln und Reis um die 80 Gramm. Das heißt, du hast nur ein Viertel, also weniger als ein Viertel der Kalorien als bei Nudeln und Reis, aber du hast das gleiche Volumen drin. Und höchstwahrscheinlich sogar noch mehr Vitamine und Mineralstoffe drin. Das heißt, such dir Lebensmittel, die es dir einfach machen, viel zu essen, dabei aber wenig Kalorien zu dir zu führen. Anderes Beispiel zum Beispiel, statt deiner Fleischwurst vom, weiß ich nicht was, Lieblingsmetzger mit dem Schweinchen drin und was, holst du dir irgendeinen Hähnchenaufschnitt. Hähnchenaufschnitt hat halt weniger Kalorien, mehr Protein. Also da ein bisschen drauf achten. Statt gemischtes Hack, Schweinehack, holst du dir mageres Rinderhack. Oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also du kannst ja ruhig so Hack und so Zeug essen. Du darfst doch Kohlenhydrate essen. Nur guck, dass es hochvolumig ist. Und da wären wir auch schon beim nächsten Thema. Gemüse. Meistens kalorienarm, hochvolumig, viele Vitamine, viele Mineralien. Hol dir Tiefkühlgemüse, Brokkoli, Obst, Beeren. Hol dir Beeren, hol dir Spinat. So eine Scheiße, wenn du sagst, ich will das nicht kochen, das schmeckt so ekelhaft. Dann machst du dir am Tag einen Shake. Das habe ich neulich auch gemacht. Machst du dir einen Shake, tust da ein bisschen Haferflocken rein, bisschen Quark, hast dein Protein. Und dann klatschst du halt statt Eiswürfel, klatschst du dein Brokkoli da rein. Und dann mixst du dir das und dann trinkst du die Scheiße. Es geht, muss es nur wollen. Klang richtig arrogant gerade. Muss es nur wollen, Bruder. Jetzt weniger Bullshit, nächster Tipp. Das sind jetzt ein paar mehr Tipps irgendwie. Mir ist gerade noch was eingefallen. Hab keine Süßigkeiten oder so eine Scheiße überhaupt im Haus. Also nur das, was du auch wirklich essen willst, was in deinem Plan habt, hab das im Haus. Weil ansonsten wirst du wahrscheinlich schwach werden. Ganz normal würde ich auch werden. So, weil, ach ja, was macht schon einmal jetzt? So. Und dann ist direkt schon wieder das Pattern gebrochen. Deine Disziplin ist weg und dann wird's scheiße. Also hab nur das im Haus, was auch wirklich in deinen Plan reinpasst vom Essen her. Punkt Nummer 5 ist das ja jetzt dann. Mach dir Zwischenziele. Also fang nicht jetzt im Januar an und sag so, ja, Juli, da will ich so Sixpack haben und so 20 Kilo abgenommen haben, okay. So, und dann fängst du irgendwie, weiß ich nicht, bei 90 Kilo an im Januar, so, dann guckst du irgendwann im Februar oder im März mal auf die Uhr und dann bist du bei 88,9. Hast so 0,1 abgenommen, weil, ja, im Juli will ich ja ungefähr. So, das funktioniert nicht. Das heißt, guck, wann du was haben willst, und dann machst du Zwischenziele, Etappenziele, um das zu überprüfen, ob du auf einem guten Weg bist oder nicht. Und auch kleine Erfolge feiern kannst, wenn das so your thing ist, you know? Ja, Zwischenziele. Punkt Nummer 6, halte deine Aktivität gleich. Ja, also im Optimalfall, wenn du irgendwie trainierst oder so, trainier einfach weiter. So, du musst dein Training nicht anpassen oder sonst irgendwas machen. Halte die Aktivität gleich oder, wenn du es beschleunigen willst, erhöhe sogar deine Aktivität. Geh mehr spazieren, weiß nicht, fahr mit dem Fahrrad irgendwo hin statt mit dem Auto oder so. Aber auf jeden Fall halte die Aktivität gleich. Achte darauf, dass du jetzt nicht sagst, ja gut, ich mache jetzt eine Diät. Das ist aber so anstrengend, dann lasse ich das Training erstmal weg. Ja, das wird irgendwie, nee. Schwierig. So, und das sind meine Top-Tipps für eine Diät, ohne jetzt irgendwie wissenschaftlich zu werden, Kalorien zu zählen oder sonstiges zu machen. Was vielleicht noch Sinn macht aus der Wissenschaft oder so, wieg dich. Ne? Das kommt mit den Zwischenzielen, irgendwie geht es einher, dass du zumindest weißt, okay, das, was ich jetzt grob mache, weil wir wollen es ja nicht ins Detail machen, es ist ja so anstrengend, das alles zu tracken und so. Gewicht solltest du schon grob im Blick haben, dass es auch abwärts geht und nicht aufwärts. Okay, also das waren die Tipps. Ich hoffe, sie haben dir weiterhelfen können. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Unterstütze uns auf athleticsstatics.de. Link ist in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.